Ja, hallo und herzlich willkommen zu der F-Zero GX. Ja, was soll ich sagen? Ja, Mann, warum geht das hoch? F-Zero GX Tierlist, ja. Und wir fangen mal direkt an. Mein aller Lieblingscharakter, Prinz Seramode, Prinzessin vom Wüstenkönigreich Magicka. Ich liebe sie. Sie ist einfach so cool. Ah, sag ich mal, ich bin einfach toll. Ah, Mann, warum sucht das immer? Soll ich scrollen, Mann. Sie kommt natürlich ins SS-Tier, weil sie ist einfach perfekt. Ich liebe Prinz Seramode. Prinzessin vom Wüstenkönigreich Magicka, sie ist cool, süß, devot, sie ist einfach total knuffig. Ah, die ist so cool. Liebe Prinz Seramode, sie ist mein absoluter Lieblingscharakter. Das ist ja auch die Inspiration für meinen Kanal. Prinz hier, Seramode, Inkling, also. Danke, das ist ja klar, warum sie auf SS-Platz ist. Also, ich hoffe, ich habe alles erzählt, aber ihr Fahrzeug heißt Spark Moon und sie ist einfach mega cool. Ich liebe Prinz Seramode. Sie ist so toll. Ja, schwärmen über Prinz Seramode. Ja, danach mein zweiter Lieblingscharakter. Er will alles über Prinz Seramode erzählen. Sorry, ich weiß nicht. Sie ist einfach cool. Sie ist devot, süß. Mann. Eine Prinzessin, eine wilde Prinzessin. So, jetzt aber weiter. Lily Flyer. Deine Geheimagentin. Die ist richtig cool auch. Die ist cool drauf, hat eine richtig badass Musik. Die Musik von Prinz Seramode ist die absolut beste Musik, aber die zweitbeste Musik hat Lily. Lily Flyer, die ist auch. Ja, es scrollt immer automatisch, ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Oh. Mann, ey. So, sie kommt S-Tier. Das SS-Tier ist einfach nur für Prinz Seramode vorbehalten. Also, da kommt niemand anders rein. Ja, und jetzt mache ich einfach mal so. Das ist Mike Digazell. Der war ein Mensch, hatte einen Unfall, musste zum Roboter umgebaut werden. Wie finde ich den? Es ist schon eine recht interessante Backstory, um ehrlich zu sein. Story ist nicht recht interessant. Ach. Sorry, dass immer so jetzt das Scroll. Ich würde sagen, B. Ist recht interessant, finde ich. Dr. Stewart. Da ist Nostalgie viel mit. Weil den habe ich halt auf dem Super Nintendo immer gespielt. Deswegen kommt da A bis B. Das ist halt Nostalgie. Der. Das ist, nicht der. Ja, den Namen kenne ich nicht. Aber das ist so eine Parodie zu Mario sein. Das finde ich jetzt ganz witzig. Aber ich finde den nicht so toll. Deswegen kommt er auf C. Captain Fogg, Mann. Ah, ich mag ihn. Ich mag ihn. Weiß nicht mehr. Ist der wirklich ein C? Ah, komm. Der kommt mit mir auf. Der kommt auf C. Soda. Der witzige Bösewicht. Der erinnert mich ein bisschen an Dr. Doom-Schwert, aber finde ich es unfair. Den find ich lustig. Soda kommt auf. Ah, das ist ein witziger. Der ist witzig, den mag. Der hat auch eine lustige Musik, also der kommt da. Ach, der. Weltraum. Der Wolf heißt der. Nee, C. Bin zu nett, ich bin zu nett. Ich hab die ganzen Dinger unten, aber ich hab bis jetzt alle nur auf C gelegt. Blattfalken, den finde ich ein bisschen interessanter als Catform. Bisschen interessanter. Bye. Ich weiß nicht. Ja, okay, ich leg ihn mal auf. Deathborn, ja. Der sagt, oh, ich bringe euch alle um. Alter, hat Interview gibt. Oh. Ah, nee, der ist auch noch nicht. Ja, wie unterlegt das? Oh, die. Oh, das ist so die typische Superheldin.
weiß nicht, Celestine oder. Na, okay. Viel zu nett, um Vegeta zu retten. Den finde ich lustig, der neue lustige Musik. Octorok. Und ich bin ja auch ein Inkling, da muss man ein bisschen Octopus Sympathie zeigen. Ich glaube, der auch B. Biorex, der hat ein lustig, der hat ein sehr lustig Credits, leider sehr lustig, deswegen würde ich den auch mal auf B zählen. Bitte. Da würde ich sagen mal Pico, der hat auch ein lustig, ja, ich sag mal auch ein lustiger Film, was der Film. Ah, schwer. Ich werde hier einfach abwählen. Die ist Modeschöpferin. Model, ich finde die ganz okay. Beastman. Wie lernen gerade mal Pause? Okay, so viel Lärm. Beastman finde ich cool. Der ist lustig. Aber nicht super cool, aber. Der macht ja Werbung damit, dass er bei Interview mit Pferd. Das ist Werbung damit. Biestjäger, der hat eine Feindschaft zu Biorex. Ja, dann mach ihn auch auf B bis D zu Biorex. Den kann ich gar nicht rein. Check den. Komm, E bis F. Check den, wie mach ich. Wen jetzt Captain Falcon? Das muss schon was heißen. Ja, Captain Falcon, so sehr hasse ich ihn wohl auch. Oh, ups, ich will nicht. Bin hier praktisch Pain super. Super erwähnt, lustiges Lied, aber ich finde es top. Ja, so viele auf C, so viele sind bitte mal. Die hat mir zu extrem Tipps gekommen. Zu ihrem Mann, ne? Das ist ein bisschen der Bobber, der ist witzig. Ich mag den jetzt so viel wieder. Der kommt auf B-Listen. Ja, S-Tier und SS und S-Tier wird wohl nicht mehr angepasst werden. A-Tier ist noch gar keiner drin. Oh Mann, jetzt hör auf hoch zu gehen. So, warum scrollt das immer? Das ist sehr gut. Sehr gut. Wie zieh ich die alle mal jetzt nach oben? Ja. So, wenn ich jemanden scrollen muss. John Tabata, der... Ja, das würde ich auch sagen, das ist ein typischer B bis C, der versucht bei Judy zu landen. Die der Superheldin. Das finde ich immer ganz... Kommt da hin. Ja, viele B bis C, ne? Viel bitte, ne? Hier dieser Mafia-Bot. Bisschen besser als Jackie B. Ja. Das ist John McCloud, glaube ich. Das ist der Vater von Fox und Star Fox. Irgendwie lustig. Ja, das soll den Vater von Star Fox. Soll der Vater von Star Fox sein. Ich weiß nicht, was man da runterkommt. Und der kriegt. Ah, der kriegt. Der kriegt A. Der Skull finde ich auch cool. Der hat eine interessante Story. Der hat damals beim F-Max mitgemacht. Ist ja früher so. Ist er irgendwie. Hat er vorher einen Zauberspruch gemacht, irgendwie. Wenn ich stirb und, ja, und sterb nicht, der kommt auch ins A. Ich habe eine interessante Backstory. Der hat eine interessante Backstory. Das ist geil. Der hieß früher anders, der war geil. Hat er normal. Der hat eine interessante Backstory. Die zwei Holzköpfe. Ja, lustig, aber nicht so top. Sehen. Können nicht alleine leben. Die brauchen bis immer zwei. Mann, warum freut das immer so tun? Entschuldigung, ich kann ich das nicht ein bisschen entweder kleiner machen, dass ich mal so ich nehme mit F einfach mal raus. F hier. So. Ja, ich mach das Pain. So. Jetzt hört das auch die ganze Zeit. Jetzt muss das. Ne, den mach ich später. Michael Chain, der. Gangsterbuster. Ja, nee. Nicht.
Samurai Go mag ich auch nicht. Ja. Wobei, ein Ziel ist hier, schon seit dem ersten. Black Shadow. Ja, der steht unter Deathborn. Der wird mal lustig. Also, ja. Kommt gleich. Billy. Der geldgierige Affe. The Ape of the Universe. Ja, Billy, der ist cool. Billy kommt auf den Weg. Billy kriegt. Ja, Baby Billy. Das ist Antonio Gasta, der hat Streit mit Samurai Goro. Und den finde ich interessant, dass man Effektstory nennt. Ist er so Streit mit Samurai Goro, deswegen kommt er auf Baby. Oh, der alte, oh, der erinnert mich total an Cranky Kong. Der 100 Jahre alt. Hat er noch nie richtig gewonnen, aber das ist ein Cranky Kong. Ich mag Cranky Kong. Cranky Kong kommt auf. Ja, kommt zum Billy. Ape of the Universe. Affen zum Affen. Also, den mag ich. Der kommt da an. Hab ich den Namen eigentlich von ihm gesagt? Oder hab ich den Namen vergessen? Oh, Mann. Ich fällt da nicht gerade nicht ein, aber der ist wie Cranky Kong. Der ist nicht Cranky. Das Kind von Samurai Goro, der ist so nervig. Der kommt zu Jack Lippie, sag ich ja. So weit runterscrollen kann ich sagen. Der ist gar nicht mehr ganz runterscrollen, toll, ne? Auf jeden Fall, der kommt ja ganz unten zu Jack Lippie. Habt ihr gesehen, wo der war? Sorry, der ist nicht mehr ganz... Ja, jetzt die beiden Kumpel, die mache ich auf jeden Fall zusammen. Die arbeiten zu unserer Spedition, also der hier, Dweck und der andere. Und haben so, dann zwei Autos verloren gegangen, zwei Zero-Leiter, und dann haben die gesagt, ja, machen wir da mal mit und suchen die Besitzer. Und ja, die sind, die zwei kommen auf Bibis. Oh, das Genie, das kleine Genie, den finde ich relativ lustig. Der kommt auf B, kleine Genie. Auch ein lustiges Lied und so. Die drei, die kann ich komm auch ganz unten. Muss ich nachher nochmal runterfahren damit. Der Roboter ist ein bisschen besser. Ganz bisschen besser, meine ich aber auch nicht wirklich. Also, ich glaube, der arbeitet als Straßenpolizist im Strafzentrum. Kommt auf. Das ist Captain Fox, ne? Dr. Clash. Relativ lustig, aber macht so. Kommt auf, bitte. Er ist cool. Der erinnert mich total an Moira aus Overwatch. Und zu sicher kommt auf. Ah. Weil es mich so an Moira erinnert. Den mag ich nicht. Kommt auf. Ganz gut. Ja, Leute. Ich zieh gleich noch ein bisschen länger, als ihr da unten noch weg könnt. Wie meine Tierliste aussieht. Sorry, dass ich ein bisschen unsauber ist. Wo kann ich das Fenster wieder vergrößern? So. Schwarz ist hier keine Aufschwärze. Oh ne, jetzt ist schwarz. Wieder ein bisschen rechtsziehen. Ja, das ist meine Tierliste. Prinz der Mode auf Platz 1. Dann Lily Flyer. Dann John McCloud. Weil der halt Fox' Vater ist. Finde lustig. Das ist geil. Oh, wir fallen jetzt Namen. Aber, ja, ihr seht, das ist meine Zero GX Charakter Tierlist. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr so die Charaktere einordnet. Meine erste Tierlist. Danke und tschüss.